Wenn Sie sagen, warum entschuldigen Sie sich nicht dafür? In langwierigen Krisen ist es wichtig, politische Zielkonflikte offen auszutragen. Und wir hatten keine Glaskugel. Denn in den Turbulenzen einer Krise sind politische Entscheidungen aus Legitimationsgründen noch sehr viel stärker als sonst auf einen offenen, transparenten Abwägungsprozess angewiesen. Wir hatten oft nur Möglichkeiten der Vermutung, der Hochrechnung, der Einschätzung. Bei der Impfpflicht hat genau das gefehlt. Es ist richtig. Die Folge war, dass sich die Fronten verhärteten und der moralische Tonfall schärfer wurde. Denn wir spüren es, die Ungeimpften sind zu einer wahnsinnigen Belastung der Geimpften geworden. Ja. Ich hab nicht polarisiert, ich hab nicht gesagt, das sind alles irre. Die politische Rhetorik der Alternativlosigkeit eröffnete radikal-oppositionellen Stimmen die Chance, sich als einzig wahre Alternative zu profilieren. Wenn Sie sagen, warum entschuldigen Sie sich nicht dafür? Herr Wolf, mein Ziel war, Menschenleben zu retten. Und vor allem die Geimpften wollen es nicht mehr mittragen, diese Unvernunft. Herr Bunzig, man kann ja auch mit den besten Absichten Fehler machen, für die man sich ja dann trotzdem entschuldigen kann. Ich glaube, das Fehler benennen ist entscheidend. War die Impfpflicht ein Fehler? Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät. Willkommen zurück zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Ja. Ich hab nicht polarisiert. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Grüß Gott. Ich freue mich schon. Ja. Ich fühle mich schon so aufgeweitet. Und wir hatten keine Glaskugel. Wir hatten oft nur Möglichkeiten der Vermutung, der Hochrechnung, der Einschätzung. Das ist gut gewesen, nein, das war nicht gut, oder? Willkommen zurück. Wir machen heute den Teil, wo es darum geht, was wir aus dieser wunderbaren Aufarbeitung, dieser wunderbaren Pressekonferenz mit unserem Bundeskanzler gelernt haben. Wer weiß, wie lange er diesen Titel noch anstrebt oder ob er überhaupt zur nächsten Wahl antritt. Also auch hier wieder eine ganz eigenartige Zuspitzung der Frage. Aber vor Weihnachten hat er sich nochmal hingestellt und hat uns erklärt, wie unschuldig er ist, was für ein Held er ist und dass er nur Menschenleben retten wollte. Das war ein Witz, ne? Jetzt ist die Frage, wie könnten wir in Zukunft gegen solche Polarisierungen vorgehen? Was können wir machen, um das zu verhindern, dass das Land gespalten ist? Und ist es quasi schon wissenschaftsfeindlich, wenn man sich diese Pressekonferenz nur anschaut? Wer weiß das schon so genau? Also das ist sehr komplex, wahrscheinlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu langweilig. Bevor wir uns jetzt auf das Thema der Woche stürzen, dürfen, wollen und sollten wir uns auch noch bei unserer Community bedanken, die uns wieder unterstützt. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal Danke sagen. Und da war es diese Woche auch die Sandra M., die uns geschrieben hat, Spende. Herzlichen Dank, liebe Sandra. Dankeschön. Danke auch an den guten alten Robert H., der uns geschrieben hat, Jahresendzeitschenkung, vulgo Weihnachtsgeschenk. Herzlichen Dank, lieber Robert. Dankeschön. Ein großes Danke an die Dagmar R., die uns geschrieben hat, Spende. Dankeschön, liebe Dagmar. Danke. Danke auch an Magister Margit N. Sie hat uns geschrieben, für einen gelungenen Start 2024. Liebe Grüße aus Wien. Danke. Herzlichen Dank, liebe Margit. Liebe Grüße aus Graz nach Wien. Danke auch nochmal an die Christine K., die uns geschrieben hat, damit es weitergeht. Herzlichen Dank, liebe Christine. Dankeschön. Danke auch an die Katharina K. Sie hat uns geschrieben, ich habe euch mittlerweile von Herzen gern. Danke für das mittlerweile und danke für die Spende, liebe Katharina. Dankeschön. Danke auch an den Daniel B. Er schreibt uns Danke an Nullpunkt, dem Fixpunkt mit Stand. Au! Mit Stand. Ah! Jetzt habe ich die. Danke an Nullpunkt mit Fixpunkt mit Standpunkt. Ah! Weißt, wenn man alle Satzzeichen liest, ergibt das Ganze wieder Sinn. Nullpunkt-Smiley. Ja. Danke, lieber Daniel. Dankeschön. Sehr kreativ. Habe ein bisschen gebraucht. Danke auch an den Gunther C. Bachelor, der uns geschrieben hat, in der Pandemie wart ihr der beste Support, um nicht durchzudrehen. Und auch jetzt ist eure Show die beste Wahl für österreichisches Politikgeschehen. Danke. Gerne. Sehr gern. Und danke für die Spende. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal Danke sagen. Danke auch an den Franz R. Er hat uns geschrieben, Unterstützung. Herzlichen Dank, lieber Franz. Mhm.
Und auch ein Danke an die Brunhilde F. Sie hat uns geschrieben, Haushaltsabgabe 1-2024. Hm. Auch sehr schön, was? Wir haben der Brunhilde nämlich keinen Brief geschickt und haben trotzdem das bekommen. Ob sie der ORF da was abschauen könnte? Hä? Bisschen. Vielleicht. Nein. Ein großes Danke auch an den Andreas A. Er hat uns geschrieben, alles Gute. Dankeschön. Alles Gute zurück. Danke auch an den Wolfgang S., der uns schreibt, Alternative GIS. Ja, wieder bei der Haushaltsabgabe. Liebe Grüße an den ORF. Was? Stopp, hat's geheißen. Und herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Aber es ist wirklich sozusagen, gell, komisch. Wir haben keinen Brief ausgeschickt, gell? Und die Leute spenden uns trotzdem was. Okay, okay. Wenn man ein bisschen gute Arbeit macht, wird man dafür belohnt. Zumindest Mai. Ja, oder es allein freiwillig macht, weißt? Eine Freiwilligkeit in den Raum steigt und kein Zwang. Allein das ist schon was, was im Menschen, glaube ich, positiv schwingen lässt. He? Das ist wieder eine Frage der Social Medias. Ne? Schaut euch was ab. Gell? Also nicht ihr, aber die anderen. Es schaut sicher wer zu. Vom oh ja. Ganz sicher. Hallo. Da ist was Wahres dran. Danke auch an die Ulrike K. Sie schreibt uns Spende plus Danke. Wir sagen Danke, Danke. Dankeschön. Und danke an die Christine G. Sie schreibt uns, weil es so weitergeht. Smiley. Danke. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Ich blende euch ein, wo das geht und wie das geht. Falls ihr eure Spende übrigens heute nicht gehört habt, wir haben ein bisschen eine längere Zeit jetzt nichts vorgelesen, deswegen dauert es jetzt ein bisschen, bis alle drankommen, aber macht euch da mal keine Sorgen. Wir sind ja das ganze Jahr auf Sendung. Uns unterstützt übrigens auch ein Abo, ein Like oder ein Kommentar. Alle drei Optionen sind gratis und sind sehr unterstützend für uns. Das würde uns sehr freuen. Aber ihr könnt uns natürlich auch einen Merch-Shop kaufen. In unserer Videobeschreibung ist ein Link, da mal draufschauen. Vielleicht ist was dabei, was euch passt, was euch steht, was ihr wollt oder was ihr jemanden anderen schenken wollt. Gell? Würde uns sehr freuen. Unbedingt. Wo ist der Weinkeller? Jetzt kommen wir mal auf jeden Fall zum wissenschaftlichen Teil und finden heraus, was der ORF falsch gemacht hat, was die Politik falsch gemacht hat. Das kommt jetzt alles vor? Naja, nicht in diesen Worten. Ja, das denke ich mir. Aber die Medien sind halt auch die erlaubten Medien. Und von daher glaube ich, dass es der ORF ist. Das sollte nicht Aufarbeitung heißen, das sollte Pseudo-Rechtfertigung heißen. Die ganze Chance. Und wir hatten keine Glaskugel. Wir hatten oft nur Möglichkeiten der Vermutung, der Hochrechnung, der Einschätzung. Da bist du deppert, Alter. Machen wir halt einfach einen Arbeitstitel, Untertitel, weißt? Vorschlag, Pseudo-Aufarbeitung. Nein, Pseudo... Entschuldigung. Ja, oder Aufarbeitung, Testversion. Weißt? Sind nicht fertig. Das muss man jetzt grundsätzlich immer dazu schreiben, glaube ich. Ich mag nicht mehr. Zweiter Punkt. In langwierigen Krisen ist es wichtig, politische Zielkonflikte offen auszutragen. Denn in den Turbulenzen einer Krise sind politische Entscheidungen aus Legitimationsgründen noch sehr viel stärker als sonst auf einen offenen, transparenten Abwägungsprozess angewiesen. Bei der Impfpflicht hat genau das gefehlt. Stattdessen hat die Regierung auf Sachzwänge verwiesen und die politische Rhetorik der Alternativlosigkeit eröffnete radikal oppositionellen Stimmen die Chance, sich als einzig wahre Alternative zu profilieren und das Unbehagen am Impfen erfolgreich zu bewirtschaften. Es schlug die Stunde der Polarisierungsunternehmer in Medien und Politik. Die Folge war, dass sich die Fronten verhärteten und der moralische Tonfall schärfer wurde. Aus der Unvernunft einiger, die sich nicht impfen lassen, wurde die Impfpflicht wichtig und notwendig. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch andere Staaten diesem Beispiel folgen wollen, weil das die einzige Garantie ist, aus der Pandemie herauszukommen. So hat das Impfen wie kein anderes Thema zur Polarisierung beigetragen. Dritter Punkt. In Krisen kommt es fast zwangsläufig zu einer engen Kopplung von Medien, Wissenschaft und Politik. Insbesondere in akuten Phasen. Vertrauensverluste sind dann die Folge, wenn der Eindruck entsteht, dass diese drei Systeme eine irgendwie symbiotische Beziehung miteinander pflegen. Unsere Daten zeigen zum Beispiel, dass die Wissenschaft vor allem dann abgelehnt wird, wenn die Überzeugung da ist, dass sie von der Politik gesteuert wird. Ähnliches gilt für die Medien, wenn diese als verlängerter Arm der Regierung wahrgenommen werden. Der Eindruck einer allzu engen Verflechtung von Politik, Wissenschaft und Medien trägt also zu einer generalisierten Institutionenskepsis bei.
Das war sicher auch für mich die schwierigste Zeit im Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der ORF irgendwann einmal klar gemacht hat, dass wir die Gesundheitspolitik der Bundesregierung jetzt nicht ganz groß in Frage stellen. Gerade in Krisenzeiten sollte man darum besonders genau auf deutliche Grenzen zwischen Politik, Wissenschaft und Medien achten. Aber das, wie Sie sehen, schließt nicht aus, dass man anlässlich wichtiger Ereignisse, so wie heute, auch mal zusammen auf der Bühne steht. Vielen Dank. Ja, das Katzerl hat der Deutsche auswendig gelernt, gell? Grüß euch. Nämlich anhand von wichtigen Ereignissen, denke ich mal so, jetzt nehmen wir uns mal nicht so wichtig, gell? So wichtig ist die Veranstaltung nicht, weil sie war immerhin kurz vor Weihnachten, wo keiner zuschaut. Ja, den habe ich aber noch nie gesehen. Ja, passt schon. Naja, meine, das Witzige bei dem war ja, dass er jetzt davon spricht, dass so diese Beziehung zwischen Politik, Wissenschaft und Medien, wenn da irgendwo so ein bisschen so den Geschmack kriegt, dass die zusammenarbeiten, dann wäre das halt nicht so gut, ja? Mein Problem ist, die Realität war halt die, dass wir ein sehr überwiegendes Medienunternehmen gehabt haben in Österreich, das eine 2G-Regel gehabt hat, was so viel heißt wie, da kommen nur Maßnahmenbefürworter hinein, dann kannst du dir auch vorstellen, was da wieder herauskommt. Dann haben sie mal 6 Befürworter einer gesetzt, also 6, die bezüglich Corona, den Maßnahmen, alle einer Meinungen, alle. Da habe ich gesagt, und was soll daraus genau für Diskussionen entstehen? Ja, das ist wurscht, das ist halt so. Und auch das hat natürlich zur Skepsis beigetragen. Vor allem auch deswegen, weil dieses Unternehmen oder halt auch die ganze Kommunikation auch immer wieder solche Sachen wieder wiederholt hat wie wissenschaftsfeindlich und Impfgegner. Schau her. Rechtsextreme und Neonazis. Und da. Das ist es ja. Was? Das ist es ja. Weil, ich gebe ihm schon recht, es ist natürlich ein ungutes Gefühl, wenn Politik, Wissenschaft und Medien gleichgeschalten sind und wenn man da das Gefühl hat. Aber ganz ehrlich, als hätte man das vor der Pandemie nicht gewusst, dass das so ist, ja? Also den Satz, wenn es das nicht so macht, dann war es das, nämlich Chef der Innenpolitik, das ist da hoffentlich eh klar, diesen Satz habe ich jetzt 1000 Mal gehört. Ich könnte jetzt so viele Namen nennen, und sie kommen aus allen Parteien und es waren wirklich alle gleich und alle zum Teil auch sehr brutal am Telefon. Ja, das läuft zu 99,9% am Telefon. Finde ich nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Ja, da sagt man sie so, ja, ist eh klar, der ORF berichtet das, was der Kanzler sagt und bla bla bla. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn sie eben die andere Seite dann nicht so denunziert hätten. Das ist es nämlich die Sache. Er kennt es halt, berichtet es. ORF und Politik berichtet es. Aber stellt es nachher nicht Menschen hin, die im Internet Videos machen, dass das komplett irre sind? Ja? Das ist in gewisser Weise auch Martin Sprenger passiert, als er sich öffentlich gegen die Lockdowns ausgesprochen hat. Dann war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, war dann Mitte April 2020, wo die auflagenstärkste Zeitung Österreichs sozusagen mich quasi gleich einmal von der Doppelseite als gefährlichsten Experten und Chefdollen bezeichnet hat, weil ich für Schulöffnungen eingetreten bin. Weil ich eben gemeint habe, dass Schulschließungen auch sehr viele unerwünschte Effekte haben und das ja betrifft ja doch über 1 Million Schülerinnen und Schüler und dass das eben auch sehr viel soziale Ungleichheit erzeugt und dass, bevor die Baumärkte aufgehen, sollen doch bitte die Schulen aufmachen. Ja? Und wenn Sie in der auflagenstärksten Zeitung als gefährlicher Experte und Chef dann bezeichnet werden, dann können Sie sich mal vorstellen, was dann auf Sie einprasselt. Ja? Oder eben andere Medien, wie Servus TV zum Beispiel, wo man dann sagt, das sind ja die komplett Irren. Ja? Auf Servus TV schaut es anders aus. Ne? Wenn du im UF das Wort Servus TV sagst, bist du sowieso schon verdächtig. Das war das Problem. Da war nicht das Problem, dass ihr gleichgeschalten wart, sondern dass ihr dann gleichgeschalten die anderen denunziert habt. Ja? Und sowas, so ein Gefühl entstanden ist, als wärt ihr die Mehrheit. Ich würde schon auch sagen, dass es sehr zum Teil an den handelnden Personen liegt. Also, ja wurscht, dann wird es halt morgen online gestellt. Aber mir kommt schon vor, dass einige es nicht ganz schaffen, ihre wahre Gesinnung zu verbergen. Könnte das im schlimmsten Fall auch die vorgesehene Impfpflicht in Österreich verzögern? Entschuldigung.
Weil die Impfpflicht ist ja vorgesehen. Ich bin geimpft. Und dann haben Menschen da draußen, die euch zugeschaut haben, sich legitimiert gefühlt, da mitzufahren, indem man sagt, ja, da, der hat gar keine Masken auf, ja, oder da habe ich gesehen, der hat da Leute eingeladen. Das ist passiert. Das war das Problem, die Denunzierung. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Ist ein Einheimischer. Prima. Ja, weil eben auch solche Begriffe wie Schwurbelsender sowas von salonfähig waren. Schau mal. Wo du dann einfach das Gefühl gehabt hast, ah super, solange man auf der guten Seite ist, kann man die Sterne ja anscheinend ganz schön tief werfen. Ja. Weißt? Ich verkünde nun, Kraft des mir verliehenen Amtes, dass der hier Anwesende... Autsch, wir haben doch noch gar nicht angefangen. Wer war das? Und das ist nämlich der Punkt, der... Oder der die ganzen Menschen, die denunziert worden sind. Was ist ja nicht nur, dass du... Es sind Existenzen ausgelöscht worden. Existenzen ausgelöscht worden. Weil du kannst, dadurch, dass du eine kritische Meinung gehabt hast, kannst du dann auch deinen Job verlieren oder deine Anstellung bei der Universität oder wie auch immer, wo man dann denkt, so, was hat denn das mit Wissenschaft zu tun, wenn man jetzt keine Gegenmeinung geben darf? Es gab einen Arzt, der heißt Semmelweis, und der hat festgestellt, dass die Frauen im ersten allgemeinen Krankenhaus, die dort entbunden haben, schneller gestorben sind als die Frauen, die draußen im Dreck geboren haben. Und da ist er draufgekommen, dass es sowas gibt wie ein Leichengift. Und es entsteht, wenn man den Leichen am Vormittag reinlangt und am Nachmittag den Wöchner dann ins Baby damit rausholt. Er hat gesagt, da muss sowas geben wie ein Leichengift. Der ist verfolgt worden, der ist in den Wahnsinn getrieben worden, weil auch in der Wissenschaft gibt es sowas wie eine herrschende Lehre und wer dagegen ansteht, ist ein Außenseiter. Aber der wissenschaftliche Fortschritt ist nicht von den Bestätigern entwickelt worden, sondern von den Außenseitern. Es ist ja jetzt schon erkennbar, dass das halbherzig ist. Weil wo sind die Experten? Ja? Wo ist ein Wodak? Wo ist ein Bhakti? Ja? Ein Hadic? Ja? Das sind, wo man dann auch sagt, und wenn man da im Freundeskreis früher diskutiert hat, oder, ja, also, die kannst du nicht anhören. Ja? Die kannst du nicht anhören. Ja, wieso kannst du das nicht anhören, wenn der ORF dir sagt, dass man den nicht anhören kann? Ja? Genau. Oder was ist mit einem Ganzer? Ja? Da möchte ich sehen, dass da aufeinander zugegangen wird. Zum anderen, was mich als Journalist in diesen 2,5 Jahren schon auch bewegt hat beim Recherchieren, ist, dass es eben nicht nur ein Semmelweis war oder zwei von 100 waren, sondern dass ja wirklich von Nobelpreisträgern abwärts und von den meist zitierten, bis vor 2,5 Jahren meist zitierten Virologen weltweit, wie Ioannidis, der war der meistzitierte Virologe weltweit, die sind über Nacht laut Herrn Mayer vom ORF, dem Wissenschaftschef, ich bin geimpft, offensichtlich zu Quacksalbern und Idioten verblödet. Wenn der Kanzler hat vorher gesagt, er reicht die Hand über den Graben. Ich meine, das ist sowieso mal was, gell, das hat mal schon generell diese Burggraben. Ja, ich stehe nicht hinterm Graben, Herr Kanzler, ich habe keine Gräben. Ja, ich hab sie nicht. Ich weiß nicht, ob Sie da einen Graben sehen, gell, aber ich möchte sehen, dass er sich mit so einem Menschen hinsetzt. Ja? Nein. Schau. Selbst wenn er sich mit so einem Menschen hinsetzt, dann macht er das nur, wenn ein PR-Fotograf dabei sitzt. Und das ist eben das große Problem. Weißt? Und da geht es dann immer nur um Schlagzeilen. Ich glaube diesen Menschen kein Wort, wenn sie sagen, sie sind interessiert daran, dass sie die Gräben zuschütten oder was auch immer, sondern die sind nur daran interessiert, dass die Prozente ein bisschen wieder aufgehen und das Vertrauen zurückkommt. Aber das mit dem Vertrauen ist leider sehr, sehr schwierig, weil so eine Polarisierung und so ein Aufteilen in verschiedene Menschengruppen, das kriegt man nicht mehr so schnell weg. Das sind sehr tiefe Verletzungen, die man sie nicht wegentschuldigen kann. Wenn Sie sagen, warum entschuldigen Sie sich nicht dafür? Herr Wolf, mein Ziel, das Ziel der Regierungsmitglieder war, Menschenleben zu retten. Was? Wenn ich da auf die Zechen steige, kann ich mich entschuldigen. Was muss ich sagen, ja? Ja. Ja. Wenn ich da den Fuß abschneide, dann kannst du nicht mehr gut machen, dass dieser Fuß jetzt weg ist. Hier. Nichts ist im Arsch! Nein, Mann! Das gottverdammte Flugzeug ist in den Bergen abgestürzt! Und das ist das Problem. Herr Bunz, man kann ja auch mit den besten Absichten Fehler machen, für die man sich ja dann trotzdem entschuldigen kann. Und woher die Polarisierung kommen? Jetzt ohne Schmäh. Ich glaube, das Fehler benennen ist entscheidend. War die Impfpflicht ein Fehler? Ich glaube, sie kann mich nicht erinnern an den Anfang, ja, wie das Ganze da passiert ist. Ja? Ich meine, zuerst hat es ja keine Impfung gegeben, muss man dazu sagen. Wo man gleich mal gesagt hat, hört zu, Freunde, ich habe mir da Sachen angeschaut, ich finde das nicht so schlimm. Ja? Mhm. Also ich finde diesen Virus nicht so schlimm. Da werden wie bei der Grippe hunderte Jahre davor alte und kranke Menschen sterben, aber das werden die großteils werden wir wohl überleben. Ja? Das war meine Meinung dazu am Anfang. Und da hast du gehört. Der glaubt an das alles nicht.
Weißt, da ist die Polarisierung hergekommen, von mir ist keine Polarisierung gekommen, wie es dann gegangen ist, ja, da ist jetzt ein Impfstoff entwickelt, ja, und ja, passt, ja. Schön, nehmt's einen Impfstoff, nehmt's ihn. Ich bitte, nein, danke. Ja. Ich hab nicht polarisiert, ich hab nicht gesagt, das sind alles irre, dass sie das Medizinprodukt geben oder sonst irgendwas. Ich hab für mich gesagt, nein, danke. Wer wiederholt seine Sünde? Ja! Habt ihr es gehört? Ja! Das ist keine Polarisierung, da ist ja nicht einmal ein Graben. Ja. Da gibt es keinen Graben. Ich habe auch bei uns im Unternehmen, gerade in den vergangenen 2,5 Jahren, ständig Diskussionen, gerade mit den jungen Kollegen, bei den Nachrichten. Wir sind ja der einzige Sender, der nicht in Wien ist, haben aber natürlich eine Wiener Redaktion und wir wissen, dass unsere jungen Kollegen von den Nachrichten in den vergangenen Monaten massiv von den Kollegen der meisten anderen Medien immer wieder unter Druck sitzt und blöd angeredet worden sind, von der Politik sowieso. Was bleibst du da bei dem Schwurbelsender und das geht da nicht und ihr manipuliert alles. Aber schau, du warst ja auch beim Bundesheer und da gibt es verschiedene Grade. Ja? Und du fängst an in diesem ganzen Prozess mit Schwurbler. Dem Schwurbelsender. Ja. Dann geht es zum Maßnahmengegner und kaum ist eine Impfung da, bist du dann Impfgegner. Ja. Und wenn du ein bisschen bemühen würdest, Thomas, dann schaffst du es vielleicht auch noch zum Staatsverweigerer. Demokratiefeinde? Ja. Staatsverweigerer? Aber du bemühst dich anscheinend nicht. Ja? Du bleibst bei diesem Herumgeschwurbeln. Aber das Schöne ist, der Herr im Hintergrund, der Alexander Bogner, der wird sich jetzt noch mit der Polarisierung beschäftigen und uns anbieten, also kurz gesagt, er erzählt so ein bisschen das nach, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben, nur mit seinem deutschen Dialekt. Das war ein Witz, ne? Eine Folge der Krise ist ja die gesellschaftliche Polarisierung, die schon angesprochen ist, die sehr stark ja auch parteipolitisch sich durchschlägt. Herr Bogner, haben Sie aus Ihren Analysen Ideen, wie man da diese Polarisierung wieder der entgegenarbeiten könnte? Gegen Polarisierung hilft nur, so langweilig das klingt, Dialog, respektvoller Dialog. Moderierte Diskussionen, so wie wir das jetzt im Zuge auch des Corona-Aufarbeitungsprozesses durchgeführt haben. Es gab einen österreichweiten Dialogprozess mit Dialogveranstaltungen in allen Bundesländern. Über 300 Bürgerinnen und Bürger haben teilgenommen und wir haben die dann auch nach ihrer Teilnahme gefragt, wie hilfreich sind solche Veranstaltungen und wie stark haben Sie auch Ihre Ansichten geändert im Zuge dieser eintägigen Diskussionen? Über 40% haben gesagt, Sie hätten Ihre Meinung tatsächlich geändert oder hätten Sie grundsätzlich in Frage gestellt. Außerdem haben die Bürgerinnen und Bürger uns gesagt, dass sie solche moderierten, ergebnisoffenen, transparenten Live-Diskussionen als eine zielführende Maßnahme halten, um Polarisierung zu begegnen. Das heißt also, für die nächste Krise, man sollte mit solchen Formaten weiter experimentieren, die weiterentwickeln und dafür sorgen, dass eben kein moralischer Tonfall so stark wird, wie wir es in der Pandemie erlebt haben. Moralischer Tonfall, was er da jetzt am Schluss gesagt hat. Das ist ja also sehr interessant, oder? Wie sollte man jetzt damit umgehen? Hat man jetzt aus dieser Krise auch was gelernt für nicht nächste Krisen, sondern Krisen, die jetzt gerade da sind. Ja. Moralischer Tonfall in Bezug auf Ukraine, Russland. Die FPÖ wiederum hat recht deutlich zu verstehen gegeben, dass beide Seiten an diesem Konflikt schuld sind, auch der Westen und die Vereinigten Staaten, die Russland ständig provoziert hätten. Was sagen Sie da dazu? Das ist Radio Moskau. Moralischer Tonfall auf Bezug Israel-Palästina oder moralischer Tonfall, wenn es um Klima geht. Ja. Weniger diplomatisch haben Sie sich über die FPÖ geäußert. In einem Interview mit der Tageszeitung Standard haben Sie wörtlich gesagt, die FPÖ ist nichts anderes als der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus. Geht es nicht eine Nummer kleiner in der Wortwahl? Ich beziehe mich darauf, dass er Orbán als Vorbild nimmt und was anders ist als rechtsextrem mittlerweile. So, das ist das eine. Sie sagen, ja, es ist schon interessant, da muss man weitermachen, ja, mit so Forschungen und dann lernt man vielleicht was für die nächste Krise. Aber man sieht ja, sie lernen ja nichts aus Krisen, die jetzt gerade da sind. Aber viel wichtig ist ja darauf hinzuweisen, wo das hinführt. Bleiben wir kurz bei der Formulierung, Herr Vizekanzler, ja, wenn Sie sagen, die Freiheitlichen sind nichts anderes als der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus. Ja, ja, ja. Doch, Sie machen damit ja alle Blauen im Hohen Haus zu Rechtsextremen. Nein, ich mache damit. Moralischer Tonfall. Du! Mir wird schlecht. Der Bericht ist im Dezember, also Ende Dezember rausgekommen. Vielleicht lesen Sie es auch. Es wurde auch witzigerweise erwähnt in dieser Pressekonferenz, dass der Herr Bogner sehr froh ist, dass die Politik diesen Bericht auch gelesen hat. Und was mich besonders beeindruckt hat, die
Bundesregierung hat nicht nur geduldig gewartet auf diesen Bericht, sondern hat ihn gelesen und bereits Rückschlüsse aus diesem Bericht gezogen. Ah, das ist ja sehr nett. Wo ich mir gedacht habe, so, hast du es gesehen, wie sie es lesen? Oder glaubst du das nur? Also das ist sehr komplex, wahrscheinlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu langweilig. Aber ja. Das Spannende ist halt tatsächlich, dass diese Art und Weise mit Polarisierung oder vielleicht auch, wenn man es auf Deutsch sagt, mit Spaltung umzugehen, ist, einen ergebnisoffenen Diskurs zu führen, der live ist, der von mir aus auch moderiert ist, der Gegenstimmen hört, wo man denkt so, das wünsche ich mir die ganze Zeit. Und natürlich war es dann so, dass für jene, die gesagt haben, Achtung, wir verlassen da möglicherweise einen objektiven Kurs, möglicherweise, dass es dann nicht einfach war, in Diskussionen sich unbedingt durchzusetzen. Ich sage ein Beispiel, dann haben sie 6 Befürworter einer gesetzt. Also 6, die bezüglich Corona, den Maßnahmen, alle einer Meinung waren, alle. Dann habe ich gesagt, und was soll daraus genau für Diskussionen entstehen? Ja, das ist wurscht, das ist halt so. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ServusTV das als einzige relativ erfolgreich gemacht hat, indem sie halt wirklich 2 verschiedene Seiten einlädt, das dann auch moderiert. Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, ich weiß nicht, ob wir diesen Kurs durchhalten können, weil auf ServusTV schaut es anders aus. Ne? Wenn du im UF das Wort ServusTV sagst, bist du sowieso schon verdächtig. Aber ich habe gesagt, naja, die machen das halt. Aber versucht da jetzt quasi 2 Seiten tatsächlich aufeinander prallen zu lassen und nicht so wie der ORF, der sagt so, na, bei uns kommen ja sowieso nur die Leute einer, die uns gut schmecken oder die das sagen, was wir hören wollen. Dann haben sie mir einen Kickel eingespielt. Ja? Also es war eine Live-Sendung, plötzlich kam dann der Kickel, ein böser Kickel, der halt irgendwas gesagt hat. Und da sind alle 6 über den Kickel hergefallen. Ja? So. Was machst du jetzt als Moderator? Ich kann nicht sagen, ja. Also musst du automatisch dann natürlich die Position übernehmen und sagen, naja, hat er nicht da und da und da recht. Und dann passiert Folgendes, der Bürger, der ist FPÖ, na, was ist denn da los? Also du musst wahnsinnig aufpassen bei allem, was du machst. Aber wenn du eine Diskussionssendung leitest, wo 6 Leute der Meinung sind, die Corona-Maßnahmen sind gut, was bleibt da anderes übrig, als den Pfeffer hineinzugeben? Was dich natürlich als Moderator unobjektiv macht. Zumindest ist es in vielerlei Hinsicht so der Fall. Natürlich nicht in allen Diskussionen, ja. Ich will jetzt nicht generalisieren. Generalisieren ist sowieso Arsch. Ja, dem näher. Aber es hat gerade in der Corona-Zeit da Sachen gegeben, wo sie es ja selber zugegeben haben, dass sie keinen Menschen einladen können, der nicht geimpft ist. Ja, sie hätten keinen ausgehen, gell? Ja, na gut. Aber was die draußen? Draußen ist die Gefahr. Die unsichtbare Gefahr. Ja, genau. Aber wie gesagt, ein ergebnisoffener Diskurs über ein Thema, wo man mehrere Seiten hört, ja. Das wäre so gut. Ergebnisoffen. So, als würden die das nicht wissen. Ja, eben. Sie tun es aber nicht, ja, weil sie Angst davon haben. Ergebnisoffene Diskussion ist auch das, was eine Wissenschaft auszeichnet. Ja? Ja. Dass man ergebnisoffen forscht. Ja? Dass man dann These und Gegenthese hat. Nur wie willst du ergebnisoffenes Gespräch führen, wenn uns die Politik sagt, nur die Impfung, das ist alternativlos und wenn du da nicht mitmachst, bist du ein schlechter Mensch und ein Gefährder. Du kannst ja gar nicht mehr ergebnisoffen diskutieren. Das hätten die Medien nicht einmal mehr zusammengebracht. Und wenn ich dann in der Folge nach der Regierungspressekonferenz und mittlerweile 2,5 Jahre lang eins zu eins nachbett, was die Regierung sagt und täglich, tagtäglich seit 2,5 Jahren nur Experten einladen, die das auch nachreden. Keine einzige Gegenstimme. Das ist das Problem. Na? Weil wenn das ist ja das. Wenn du bist so irgendwann mal zu tief drinnen und dann ist nämlich auch das Geile an den aktuellen verschiedenen Krisen. Man kann sich auch nicht aussuchen übrigens, da muss man jetzt gar nicht so streng sein. Der gemeinsame Nenner bei diesen Krisen, die wir haben, ist, dass es eine ganz klar vorgegebene Meinung gibt, die, wenn man es in Frage stellt, als Aussätziger bezeichnet wird. Was für Aussätziger, könnt ihr euch auch aussuchen. Das Mittel der Wahl ist meistens rechts bis rechtsradikal. Rechtsextreme und Neonazis. Oder in der Zwischenzeit antisemitisch. Antisemit! Aber da ist es auch wieder so offensichtlich, weißt? Es gibt halt keine ergebnisoffene Diskussion, wenn das Ergebnis schon vorliegt. Ist das deine Hausaufgabe, Larry?
Jetzt, pass auf, bevor man zu diskutieren anfängt, und das ist das, so wie es die Medien machen, bevor man anfangen, wird da vorher schon gesagt, was du eben moralisch zum Halten hast. Ich meine, dieser Krieg in der Ukraine und Russland, das liegt noch weiter davor. Ja? Aber wie macht der ORF das? Ja, plötzlich ist da ein Krieg, ja? Und wehe, du stehst auf dieser Seite. Das wird ja von vornherein gesagt. Du kommst ja gar nicht zum Nachdenken, ob ich auf welcher Seite ich da stehe, weil der ORF sagt es ja. Das Ergebnis in Israel-Palästina ist es auch so, da steht es auch vorher fest. Bei der Klimakrise, das heißt nicht mehr, gell? Klimanotstand. Beim Klimanotstand. What the fuck is this? Ist es auch so? Ja? Darf man nichts dagegen sagen, weil wenn du das sagst, bist du ein Irrer. Und die Sache ist ja, es kann ja sein. Es kann ja sein, dass ich das alles nicht verstehe, ja? Und mich da immer für die falsche Seiten entscheide, wie die Politik die Sicht oder die Medien. Aber gerade das wäre ergebnisoffen. Weißt du? This is political. And don't tell me it's not. Ganz am Schluss ist es auch so schön, wenn man so hört, ja, sie haben österreichweiten Dialogprozess haben sie gestartet mit 300 Menschen. Grüß euch. Was? Wenn sie mit 300 Menschen sind, das ist ein Konzertsaal. Wenn überhaupt, ein kleiner Konzertsaal. Das ist eine kleine Runde, ist das. Und es sind 10 Schulklassen, sagen wir uns. Ja. Und da muss dann auch die Frage stellen, die haben natürlich 10 Schulklassen nicht in einem Dorf gemacht, sondern wahrscheinlich eher in verschiedenen Standorten. Und da werden sie sicher viel das draus heißt, lernen. Du redest da mit 30 Leuten, sagen wir mal. Oder von mir aus 33 Leute in neuen Bundesländern, dann hast du das eh schon. Und der nächste so, jetzt haben wir aber ordentlich abgetestet. Wahnsinn haben sie, ja, genau. Eine Katastrophe! Die Sache ist, es hilft einfach nicht, wenn man es jetzt weiß, wie es ginge. Man hätte es halt davor machen können. Nein. Und ich bezweifle stark, dass die so deppert sind. Aber wir können uns auf jeden Fall mal alles Gute wünschen, gell? Alles Gute. Alles Gute. Und ein gutes nächstes Jahr, grundsätzlich. Ich meine, wir haben es schon gemacht, aber was weißt du, für die Show. Und jetzt sind wir müde geworden und jetzt haben wir uns hergesetzt auf ein scheiß Glaserl Wein. Die große Frage ist, was haben wir in dieser Sendung gelernt? Wir spielen eine Barrage. Wir haben gelernt, dass es immer schwierig ist als Bundeskanzler, sich gegen eine Spaltung oder Polarisierung auszusprechen, wenn man im nächsten Satz die zwei Gruppen anspricht und bespricht, die man vorher gespalten hat. Vom Impfbefürworter bis Impfgegner, Gegnerin. Weißt, das ist ein bisschen schwierig. Es ist auch sehr schwierig, das überhaupt Aufarbeitung zu nennen, wenn es mehr aufwühlt oder aufreibt, als es arbeitet. Und wir hatten keine Glaskugel. Wir hatten oft nur Möglichkeiten der Vermutung, der Hochrechnung, der Einschätzung. Weil wer hat da gearbeitet? Arbeitet man da noch dran oder ignoriert man die meisten Ergebnisse, indem man weiterhin die gleiche Politik fährt? Also auch hier wieder eine ganz eigenartige Zuspitzung der Frage. Weil wenn man wirklich sich annehmen würde, diese Polarisierung zu bekämpfen, müsste man anfangen, als Politiker, als Politikerin, einfach einmal so was auf die Menschen zuzugehen, ihnen zuzuhören und eben nicht nur darauf zu schauen, Menschen in zwei verschiedene Lager einzuteilen, damit man die dann ein bisschen gegeneinander verwenden kann, irgendwelche Reizthemen schaffen kann, weil das ist das politische Geschäft. Denn wir spüren es, die Ungeimpften sind zu einer wahnsinnigen Belastung der Geimpften geworden und vor allem die Geimpften wollen es nicht mehr mittragen, diese Unvernunft, sage ich jetzt einmal, zu akzeptieren, wo ihre Freiheit eingeschränkt wird. Und wenn mir jemand jetzt unterstellt, dass ihr pessimistisches Arschloch bin, ja, die näher. Dann muss ich leider sagen, ich war schon zu viel, ich weiß schon, ich habe schon so viel gesehen. Ja? Ich habe schon so viel recherchiert und ich sehe bei diesem Menschen wenig Hoffnung auf ehrliche Worte, auch wenn er nur so traurig schaut. Dennoch ist es wichtig, eben für die Zukunft zu lernen und eben daraus ableitend die richtigen Maßnahmen zu setzen. Und auch in diesem Zusammenhang von Medien, Politik und Wissenschaft zu reden, ist für mich einfach, das erinnert mich zu sehr an eine Religion. Ha! Was? Wer wiederholt seine Sünde? Weil die Trennung von Kirche und Staat, das hat schon seinen Sinn gehabt. Ja? Und jetzt eben wieder mit einer Einheitsmeinung reinzufahren, ist mir ein bisschen zu religiös. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nobody expects the Spanish Inquisition. Da würde ich lieber den wissenschaftlichen Weg antreten und so wie der Herr Bogner von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sagt,
ein ergebnisoffener Diskurs und nicht eine Scheinaufarbeitung, wo man vorher schon weiß, was man später dann nicht machen wird. Ja? Weil man es ignoriert, weil man politische Arbeit weitermacht. Gell? Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Das ist gut gewesen, nein, das war nicht gut, oder? Da bist du deppert, Alter. Aber zum Schluss gibt es auch in diesem Jahr, 2024, unsere ersten, eigentlich unsere zweiten, aber unsere ersten regulären Schlussworte von dir. Du, bitte, danke. War sehr lustig, dass du jetzt gesagt hast, es kommt davor wie Religion. Was muss ich sagen, ja? Ja. 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 Weil ihr habt circa gewusst, dass wir über die Aufarbeitung reden. Mir ist was eingefallen von der Birkenbiel. Vera F. Birkenbiel, Autorin und eine der angesehensten Management-Trainerinnen Deutschlands, ist Leiterin des Instituts für gehirngerechtes Arbeiten. Die natürlich, wir haben schon mit drin gehabt, davon spricht, dass man auf einer eigenen Insel ist mit seiner Meinung. Wir stellen uns vor, jeder Mensch würde in einer unsichtbaren Insel, in einer Insel, nicht auf. Leben, weil die können wir nicht verlassen. Und dass man meistens beleidigt ist, wenn der andere nicht die gleiche Meinung hat. Ja? Und diese Insel enthält all unsere Erinnerungen, unsere Hoffnungen, unsere Ängste und so weiter, unsere Meinungen und so weiter. Komm jetzt auf meine Insel, du Hund! Weißt? Ich hab recht. Wenn wir Überschneidung haben, dann haben wir Glück gehabt, dann brauchen wir nicht gut kommunizieren. Aber wenn das passiert, dann neigen wir entweder zum Aneinander vorbei oder es kommt zum Gegeneinander. Kampf, voneinander weg, Flucht oder Mischtypen davon. Aber sie redet auch noch von was anderem. Deswegen finde ich es mit Religion sehr interessant, weil sie redet von gefährlichen Zugbrückeneffekt. Ah. Was wir aber brauchen ist, können wir die Brücke bauen zur Insel des anderen und diese Brücke wäre dann die gemeinsame Basis, auch wenn viele Inselinhalte anders sind und anders bleiben. Ja, das ist eben das, wo du sagst, okay, ich nähe mich an, ja, wir sind da circa in einer ähnlichen Gruppe und haben ein ähnliches Interesse, aber am Schluss sagst du was Falsches, gell, und nein, das gefällt mir nicht und dann ziehe ich die Zugbrücke wieder rauf und dann bist du bitte wieder auf deiner Insel mit deiner Meinung und ich bin auf meiner Insel. Man darf sarkastisch feststellen, dass der Mensch inzwischen die Distanz zum Monde überwunden hat, aber immer noch daran scheitert, zu seinen Mitmenschen zu gelangen. Und was, wie sie es erklärt hat mit Sekten? Also, wo waren wir? Wirklich? Ja, sie hat mit Sekten erklärt, weil man dann so sagen könnte, naja, pass auf, wir könnten ins Gespräch kommen, ja, du glaubst an Gott, ich glaube an Gott, ja. Matthias, Sohn des Deuteronomium aus Gaza? Was muss ich sagen, ja? Ja. Ja. Du bist römisch-katholisch und ich bin in einer Sekte, ja? Und man dann richtig gedanklich schon sieht, wie die Zugbrücke wieder hochgeht, gell? Um Himmels Willen. Ja. Das darf man ja nicht. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise! Ja? Sollten Sekten verboten werden? Und wirst somit zu Tode gesteinigt! Und da geht's ja drauf ein und weißt, warum das so lustig ist? Weil weißt, was Sekte bedeutet? Das ist einfach nur Abspaltung. Das heißt, ich habe mich von was Großem abgespalten. Und dann meinen sie eben, das kann nichts Falsches sein. Ja? Und man sieht eben bei den römisch-katholischen, die haben drei Abspaltungen, was weiß ich, russisch, orthodox und keine Ahnung. Ja? Evangelisch und römisch-katholisch? Nein, jetzt pass auf. Und die Protestanten haben viel mehr Abspaltungen, weil sie wahrscheinlich einen offeneren Diskurs leben. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Und dadurch mehrere Abspaltungen haben, ja, weil die Gruppen wahrscheinlich verschiedenere Meinungen haben. Ja. Und dann geht es natürlich darum, wie diese Gruppen dann zusammenarbeiten und wie sie kommunizieren, ja, ob es den Zugbrückeneffekt gibt oder nicht. Nein, nein, nein. Aber das hat mich schon sehr daran erinnert, was da in der Politik abgeht. Ja. Wie es in der Politik abgeht mit, was ist die eine Gruppe, was ist die andere, ja, wer sind wir, wo ist da ein Graben dazwischen. Weißt du? Demokratiefeinde. Und wehe, es spaltet sich irgendwo wer ab und er sagt, ja, das ist die Sekte. Das ist keiner verboten. Ja? Das ist keiner verboten, dass die so denken. Ja? Und dann meine ich das nicht einmal politisch. Ja? Da kann man jetzt sagen, schau, das ist die Sekte der ungläubigen Impfgegner. Ja? Mhm. Mit denen rede ich natürlich nicht. Das ist eine Abspaltung von was ich nicht weiß. Wer wiederholt seine Sünde? Und deswegen, weil du vorher gesagt hast, du hast schon viel gesehen und viel recherchiert. Aber bei so einem Beispiel sieht man, es ist eh wurscht. Weil es war fast schon 300 Jahre so, es war vor 1000 Jahren schon wahrscheinlich so ähnlich. Ja? Wenn sich da eine Gruppe abspaltet, die zwar ähnlich ist, ein paar andere Ansichten hat, dann ist die natürlich auf der anderen Seite. Ja? Mit denen darf man nicht reden. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja! Ist ein Einheimischer. Prima! Und im Endeffekt passiert es immer wieder in der Geschichte, dass dann sich kleine Gruppen bilden,
die sich dann organisieren. Ja, heute passiert das auf Social Media. Ja. Ja. Deswegen hat man ja so Angst davor. Schauen Sie, das Feld der Social Medias, das ungehemmte Feld, davor haben ja Staaten auch Sorge. Und wo leben wir jetzt, dass man sagt, naja, das gehört alles verboten. Die Social Media gehört reglementiert. Wir müssen schauen, ob die FPÖ nicht verboten gehört. Das ist Radio Moskau. Wir müssen schauen, ob die E-Gruppen nicht verboten wird, die gehört verboten. Und nicht, dass wir auf die Idee kommen und sagen, okay, pass auf, es ist scheinbar so als Mensch, ja, dass wir verschiedene Inseln haben mit verschiedenen Meinungen und dass man eben kommuniziert. Und interessanterweise finden die Leute so ein Gespräch, bei dem es nur darum geht, festzustellen, dass sie Überschneidung haben, finden sie spannend, das halten sie für eine gute Diskussion. Der Gesprächspartner ist intelligent und sympathisch. Und eine Brücke legt, ja, auch wenn es unangenehm ist. Und wir haben in unserer Erziehung nicht gelernt zu respektieren, dass andere Menschen andere Inseln haben und dass sie ihre Inseln genauso lieben wie wir unsere. Nur beim gefährlichen Zugbrückeneffekt habe ich wirklich an den Nehammer denken müssen, ja, der jetzt so tut, als würde man sagen, ja, nein, ich bin ja der Kanzler, ich bin für alle da, ich wollte Menschen retten und ich strecke die Hand aus, ja. Und bin ganz, ganz sicher, wenn dann Herr Bakti oder Herr Wodak zugreifen würden bei der Hand und mit ihm reden würden, dann ist die Hand sicher gleich wieder in der Hosentasche, gell? Ja. Oder beim Geld zählen, ich weiß nicht, was der Kanzler sonst so macht. Also das ist sehr komplex, wahrscheinlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu langweilig. Aber ich finde es ein großartiges Beispiel, weil die Evangelien oder die Protestanten, je nachdem wie man sagt, die sind ja dafür bekannt, dass sie ein bisschen sich selber in Frage stellen, dass sie ein bisschen sich modernisieren. Und die Katholen nicht so. Aha! Blasphemie! Nein, ich will nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber... Das ist ein gutes Beispiel, warum es dann Nehammer nicht macht. Aber eine Abspaltung ist jetzt, wenn man in die Geschichte schaut, nicht unbedingt was Schlechtes. Und wahrscheinlich wäre es in Österreich oder generell auf der Welt besser, wenn es nicht 6 Parteien gab in Österreich, sondern 70. Ja. Was? Also, was ändert das? Mit 70 Parteien ist es wahnsinnig schwierig zu regieren und deswegen setzen die Politiker und Politikerinnen auf Spaltung, weil dann kriegst du die Leute im Griff. Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Wer sagt, dass es einfach sein sollte, Menschen zu regieren? Wer sagt, dass das einfach sein sollte? Verhehle nicht, dass ich mir oft die Frage stelle, ja warum eigentlich? Na gut, aber damit haben wir sehr positive und negative Gefühle gleichzeitig in unserer ersten regulären Sendung im neuen Jahr. Ja, wir müssen mit dem leben. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dieser aufwühlenden Aufarbeitung hält. Nein. Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Findet ihr es Arsch? Also das ist sehr komplex. Liked dieses Video, schickt es jemand weiter, der nicht mitbekommen hat, dass es überhaupt passiert ist, diese Aufarbeitung. Weil, wie gesagt, das war wirklich ein guter Zeitpunkt. Mhm. Wenn du an der Kasse stehst und dann so, der Nehammer redet gerade, super. Also das ist sehr komplex, wahrscheinlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu langweilig. Abonnieren ist gratis. Spenden ist erwünscht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke fürs Dabeibleiben. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns jetzt jede Woche wieder. Ich freue mich. Prosit. Bussi Baba.